Also genau, zu der politischen Struktur innerhalb der Zivilgesellschaft bin ich leider kein Experte. Also zumindest, ich habe keinen Eindruck vor Ort bekommen. Ich war in der militärischen Struktur und es ist für das Militär auch sehr wichtig, die Aufgabe klar zu begrenzen. Also das Militär ist nicht, operiert nicht innerhalb der Gesellschaft. Das Militär ist, die Basen sind zum Beispiel alle außerhalb der großen Städte, weit ab vom Schuss. Da gibt es so richtig Siedlungen, die quasi nur militärisch sind, die wirklich außerhalb der Städte sind. Das hat den Hintergrund, dass es eben bewaffnete Kräfte natürlich gibt in den Städten. Das ist auch nötig. Es gibt immer wieder Terroranschläge. Aber das sind eben Polizeikräfte, die lokal rekrutiert werden, die von den lokalen politischen Gremien kontrolliert werden und die einen engen, sehr engen Bezug zur Zivilbevölkerung haben, die sie auch schützen sollen. Während die Armee eben ganz klar die Aufgabe hat, die Außengrenzen zu schützen und nicht die Kontrolle der Städte hat. Und der Eindruck soll auch nicht erweckt werden. Zum Beispiel, wir haben ja große gepanzerte Fahrzeuge, wir durften mit denen ja auch nicht in die Städte reinfahren, sondern mussten immer außen rumfahren oder mussten vorher der Polizei Bescheid sagen, wenn wir mal wirklich irgendwo hin mussten. Damit eben auch nicht der Eindruck entsteht, fälschlicherweise, dass das Militär in den Städten irgendwie die Kontrolle hätte. Also das ist wirklich getrennt. Das bedauere ich irgendwie rückblickend auch sehr. Also ich kann es natürlich verstehen, aber für mich persönlich finde ich es bedauerlich, dass dieser intensive Eindruck in die Zivilgesellschaft fast völlig fehlt, obwohl ich ein halbes Jahr in dem Land gelebt habe. Aber dafür muss man wirklich in zivile Strukturen gehen, in politische Strukturen, in Medienarbeit, Frauenarbeit, Jugendarbeit, was auch immer, um dort wirklich einen ungefilterten Eindruck von der eigentlichen Revolution zu kriegen. Ja? Also was das Militär macht, ist, es schützt die Revolution, es schafft Sicherheiten und Garantien für die demokratische Entwicklung, aber das Militär selber, es ist eben das Militär, es ist dafür da, die Grenzen zu schützen, die Feinde zu schlagen, äußere Aggressoren zurückzuschlagen, aber nicht im Inneren.